Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem spontanen Video. Wir haben Mittwoch und trotzdem ist eine Single oder ein Song rausgekommen und es ist eine EP rausgekommen von AZ. Finde ich richtig nice, ich bin super gespannt. Ich denke, die EP werden wir uns zusammen im Stream wieder anhören und den Song Seele, der tatsächlich als Video auch rausgekommen ist, den hören wir uns hier zusammen an. Mich fragen ziemlich oft Leute, was für ein T-Shirt, was für ein Pulli, was ich gerade so in den Videos trage oder auf Fotos. Und deswegen habe ich mit Zalando zusammen eine Seite bekommen, die ist unten verlinkt, direkt zweiter Link natürlich nach dem Original. Und da könnt ihr einfach mal draufklicken und da könnt ihr die Sachen sehen, die ich so habe. Da kommt immer mehr, immer wieder was und so weiter, weil ja, ich werde halt oft gefragt, welches T-Shirt ich in dem und dem Video getragen habe. Das versuche ich euch jetzt immer da reinzupacken. Also jetzt AZ. Seele. Wie gesagt, hier ist die EP, 6 Songs, einfach mal so, richtig nice. Ich bin gespannt, was wir da bekommen. Als erstes hören wir uns jetzt erstmal die Single an oder das Video, besser gesagt, weil es ist ja eine Free-EP. Habe ich das richtig verstanden oder habe ich das nicht richtig verstanden, wenn wir da draufklicken? Akzeptieren. Also es gibt die auf jeden Fall auf allen Plattformen, ob man die jetzt, ich glaube, man konnte die auch irgendwie im Instagram umsonst downloaden, hat mir jemand gesagt, ich weiß es nicht, ich bin da jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand, ich habe Spotify, von daher reicht mir Spotify. Produziert ist das Ganze von Jugglers, okay, und Mix Master von Lex Barkey. Video von All Different und alle anderen Leute sind natürlich auch wie immer markiert und ja, ich bin sehr gespannt. Einen großen Dank und so weiter. Und was? Ah, einen großen Dank an Bobby und der Stadt Paris. Paris, die Stadt der Liebe. Let's go. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Wie ernst er guckt, ne? Er guckt sie voll böse an. Beat, man hört im Hintergrund gefiltert eine Pitch-Stimme. Oder ist es eine Melodie mit so einem Slide drin? Könnte beides sein. Ich sag jetzt einfach, es ist für mich eine Pitch-Stimme. Und ich liebe es. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Also eigentlich, das habe ich zumindest bei den letzten Songs von wem habe ich das alles gesagt? Ich glaube Enno und so weiter. Nee, war das Enno? Boah, ich muss gerade überlegen. Auf jeden Fall so generell diese gute Laune-Songs und so weiter, diese typischen, ich sag mal, alles oder nix Songs. Also irgendwie ist das für mich so ein Ding geworden, so diese Meadow und weiß ich nicht, Fado, wobei der letzte Song von Fado hart war, ja, aber so generell diese Gute-Laune-Songs und so weiter sind jetzt gerade nicht mehr so meine Saison, brauche ich irgendwie nicht. Aber, und das finde ich halt interessant, im Video ist es halt absolut das Gegenteil von diesem Gute-Laune-Beat im Hintergrund. Deswegen bin ich gerade gespannt, in welche Richtung das geht. Denn hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Ich fühl mich sicher, bist du neben mir. Mein Schatz, ja, du bist mein Lebenselixier. Zwischen uns knallt es oft, doch ich liebe dich. Du bewahrst mein Gesicht und alle kriegen's mit. Bis zum Tod, lass dich nie. Vom Beat her muss ich irgendwie an Kitschkrieg denken. Also ich finde, das hätte auch so ein Kitschkrieg-Trettmann-Ding sein können irgendwie. Vielleicht ein bisschen zu viel Melodie dafür, aber jetzt gerade so im Part hat das irgendwie schon ein bisschen Ähnlichkeiten, ne? Wieder los, steh mein Mann wegen dir. Wenn es nachts eskaliert, hab gelacht wegen dir. War im Knast wegen dir. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Dann hab ich Stress, macht mein Baby bam bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele. Dann hab ich Stress, macht mein... Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach... Ich finde... So eine Musik passt halt geiler in den Sommer, ne? Also ich finde, das ist jetzt, ist mir vom Beat her und so weiter alles ein bisschen zu Happy Family, zu sehr sommertauglich irgendwie. Aber so vom Video her ist es halt überhaupt nicht in diese Richtung. Okay, seine Stimme habe ich euch, glaube ich, oft genug gesagt von den, so generell bei AZ und Suna. Ich fand die Sachen, die zusammen gemacht haben, heftig. Ich fand, die haben unglaublich gut harmoniert. Hier AZ alleine finde ich auch super angenehm. Also
ne, ist auch ein Kandidat für mich, wo ich Autotune echt gerne höre, wie zum Beispiel auch bei Summer Jam. Ich glaube, ich habe jetzt öfter gesagt, so Leute wie Casey Rebel, Wasil und so weiter sind nicht so die Kandidaten, wo ich Autotune mag. Ist natürlich Geschmackssache, aber irgendwie ich mag deren roughe Stimme ohne Autotune einfach mehr. Und ich finde, bei AZ Autotune gehört irgendwie einfach dazu. Als hätte er das so implantiert. Baby Bam Bam, bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach. Du betäubst meine Seele, denn hab ich Stress, macht mein Baby Bam Bam. Ja, meine Mutter hat was gegen dich, denn ich bin blind, seitdem du in meinem Leben bist. Weil sie weiß, dass du anderen die Seele nimmst, muss sie weinen immer, wenn du mit mir reden willst. Auf jede Aktion folgen deine Patronen. Du warst loyal, nur zu mir abscheinig. Ich frag mich gerade, ist das so, so vom Text her, es klingt ja so, als würde er über ein Mädchen rappen und auch man sieht das Mädchen und so weiter, aber man könnte das Ganze auch auf wirklich seine Waffe beziehen, ne? So, mein Baby macht Bam Bam, klingt für mich eher halt so, als würde er diesen Text so von wegen, du warst immer für mich da und so weiter, könnte auch seine Waffe sein, ne? Finde ich ganz interessant, könnte man auf jeden Fall so interpretieren. Ob es so gemeint ist, wie gesagt, Stadt der Liebe, Paris, das heißt, es geht um das, was er liebt. Kann natürlich eine Frau sein, kann natürlich auch einen auf Gangster sein, seine Waffe, ne? Kassiert, doch wenn vieles passiert, warst du wach wegen mir, bin gefallen, doch ich lebe. Egal, was passiert ist, du warst wach wegen mir. Ja gut, ob die Waffe wach wegen ihm war, ist glaube ich, vielleicht ein bisschen fraglich, ne? Wegen dir bleibe ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Wobei, er bleibt Tage und Nächte lang wach wegen ihr, also wegen der Waffe, vielleicht einfach nur, weil er Angst hat vor seinen Feinden, deswegen bleibt er tagelang wach und hat halt seine Waffe immer dabei. Boah, ich weiß es gerade nicht, aber es würde beides irgendwie passen, finde ich. Dann hab ich Stress, macht mein Baby Bam Bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Denn hab ich Stress, macht mein Baby Bam Bam. Bin gefallen, doch ich lebe. Wegen dir bleib ich Tage, Nächte lang wach, du betäubst meine Seele. Ich find's halt ein bisschen krass, sag ich jetzt einfach mal, so diese Szenen und dann mit Paris, ich meine, wir wissen, was in Paris so abging, ach, ich will gar nicht tausendmal noch erzählen, dass meine Familie um Paris rum lebt, so in den ganzen Vorstädten, aber was ich da so gehört habe, so mit brennenden Autos und so generell so mit Kriminalität und Gewalt ist schon ein anderes Kaliber als hier. Da finde ich es gerade ein bisschen krass, so das schöne Paris zu zeigen und dann halt parallel dazu noch diese ganzen Kriegssequenzen, wo ich erst dachte, er wäre ein Zombie, aber irgendwie es scheinen wohl eher so Straßenschlachten zu sein. Denn hab ich Stress, macht mein Baby Bam Bam. Ja, keine Ahnung. Also mir war es ein bisschen zu fröhlich vom Song her. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt gerade hören würde. Für mich war es sehr sommertauglich, ne? Ich finde, solche Songs kann man im Sommer besser pumpen, besser fühlen irgendwie. Draußen geht irgendwie die Welt unter, habe ich das Gefühl gerade. Und dann so ein Gute-Laune-Song, sag ich mal, also vom Beat her, finde ich halt komisch irgendwie, aber andersrum, es passt zu AZ, ne? Es passt zu AZ. Was ist eure Meinung dazu? Hat euch der Song gefallen? Wie gefällt euch die EP? Wir werden uns die EP auf jeden Fall noch im Stream zusammen anhören und werden dann mal gucken, was da so noch bei ist. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Habt einen schönen Abend, macht es gut. Peace.